Freunde, habt ihr die Räumungsklagepapiere für den alten Zwerg da oben am Berg? Das soll wohl ein Witz sein, Boss. Den Typen da oben bringt doch im Leben niemand heraus. Ich will von dem da oben keine Prügel beziehen, mir reicht's. Und mir nämlich auch. Jetzt verlassen mich auch noch meine letzten beiden Männer. Aber die Autobahn muss unbedingt fertig werden. Wen kann ich nur darauf schicken? Wer holt mir denn diesen Zwerg vom Berg runter? Vielleicht sollten Sie es lieber selber versuchen, Boss. Ich doch nicht. Ich hab schließlich Frau und Kinder. Jetzt weiß ich vielleicht jemanden, der dumm genug ist, das zu tun. Das verstehe ich einfach nicht. Da schaufle ich jetzt seit Stunden und Stunden und finde einfach kein Loch. Weißt du, Olli, es ist wirklich ein Glück, dass ich diesen Helm trage. Er ist aus Stahl. Sag mal, wer sind denn überhaupt die beiden? Ich habe sie erst vor einer Stunde eingestellt. Warum? Warum? Weil die doof genug aussehen, eine unmögliche Aufgabe zu bewältigen. Bring mir schnell die Räumungsklagepapiere. Das war aber wirklich nett vom Boss, dass er uns $5 gegeben hat. Nur dafür, dass wir dieses Papier abliefern. So einfach haben wir in unserem ganzen Leben noch nie $5 verdient, Stan. Das kann man sagen, Olli. Ja? Ist das hier Ihr Haus, Verehrtester? Jep, jep, jep. Dann ist das für Sie. Wie süß dieses kleine Hündchen. Wollen doch mal sehen, ob mein kleiner Liebling das nochmal macht. Versuch du dein Glück, Stan. Du kannst doch so gut mit Tieren, oder nicht? Olli, können wir ihm das Ding nicht einfach mit der Post schicken? Das wäre doch eine unverschämte Betrügerei. Wir kassieren $5 für die Ablieferung dieses Papieres. Und daher werden wir es abliefern. Gib her! Dass ich dir einfach immer alles zeigen muss, Stan. Und jetzt streck mal schön deinen Arm aus. Genauso. Oh, Sie dürfen nicht so viel mit meinem Hündchen spielen. Sie verwöhnen es mir zu sehr. Na komm schon, mein Liebling. Wir machen jetzt ein kleines Nickerchen. Ihr könnt doch in einer Stunde wiederkommen. Mein Liebling freut sich jetzt schon drauf, wieder mit euch zu spielen. Das war wirklich lieb von dem Herrn, Olli. Oh, du hast ja ganz vergessen, ihm das Papier zu geben. Vergessen, ihm das Papier zu geben. An der Hintertür wird er uns doch bestimmt nicht erwarten. Wenn er aufmacht, dann drückst du ihm schnell das Papier in die Hand. Ah, ihr seid wieder. Na komm, beeil dich. Gib mir das Ding. Stan, jetzt schau mal, was du dir da schon wieder geleistet hast. Verzeih mir. Verzeih mir, Olli. Das war doch nicht mit Absicht. Entschuldigt, Jungs. Aber ich muss mal schnell dieses alte Bratfett rausschütten. Würden Sie bitte dieses Papier entgegennehmen? Winken wir unseren Freunden dann noch ein bisschen nach, mein Süßer. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Spring doch runter von mir, Stan, bevor wir auf diesem Riesenfelsen aufprallen. Ich kann doch nicht, Olli. Was sollen wir nur tun? Schnell. Gib mir ganz schnell deinen Stahlhut. Da hast du ihn, Olli. Und jetzt musst du meinen Hut nehmen. Nein, nicht den Stahlhut. Schnell, ich brauch den Stahlhut. Oh, Olli, was gibt es denn? Was willst du denn? Da ist er ja, dein Hut. Du hast Glück, er ist nicht einmal staubig geworden. Er ist nicht einmal staubig geworden. Langsam glaube ich nicht mehr daran, dass wir diesen Zwerg jemals vom Hügel runterbringen. Jetzt müssen wir doch den anderen Plan durchführen. Mit Vergnügen, Boss. Na, Stan, jetzt ist die Autobahn endlich fertig. Ist sie nicht wunderschön geworden? Das kann man sagen. Und ich bin wirklich mächtig stolz drauf, dass wir auch ein bisschen dazu beigetragen haben. Ich auch, Olli, ich auch. Musik